بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir haben gestern Suratul Ikhlas besprochen und erläutert und kommen nun bi'idhnillahi jalla wa ala zur nächsten Sura, die man nach dem Gebet nach Suratul Ikhlas liest, und das ist Suratu Al-Falaq. Allah Azza wa Jal sagt: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der Knotenbläserinnen, und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Und Uqba ibn Amir radiallahu anh berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Alam tara ayat unzilatil layla lam yura mithlahunna qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Hast du nicht die Ayat gesehen, die diese Nacht herabgesandt wurden und dergleichen nicht gesehen wurde? Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruches und ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen. Und einer weiteren Überlieferung nach von Uqba ibn Amir sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun? Qala qultu bala ya Rasulallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Soll ich dir nicht die beste Art erwähnen, die Zuflucht zu ersuchen, die je die Suchenden nach Zuflucht nutzten? Ich sagte doch. Er sagte: Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruches und ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen. Und dass man diese Suren lesen soll, erklärte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch durch Uqba ibn Amir: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين في دبر كل صلاة. Der Gesandte Allahs hat mir befohlen, die zwei Schutzsuren nach jedem Gebet zu lesen. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat, bevor diese Suren offenbart wurden, Zuflucht gesucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar überliefert Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadhu min 'ayn al-jann wa min 'ayn al-ins, falamma nazalat al-mu'awwidhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam hat Zuflucht vor den bösen Blicken der Djinn und den bösen Blicken der Menschen ersucht, bis die zwei Schutzsuren herabgesandt wurden. Als sie herabgesandt wurden, nahm er diese und ließ alles andere. Also er nahm diese Suren, um Schutz zu suchen vor den bösen Blicken, sowohl der Djinn als auch der Mensch. Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagte bezüglich der zwei Schutzsuren: Die beiden Suren, also Qul a'udhu bi rabbil falaq und Qul a'udhu bi rabbin nas, beinhalten die Grundlagen des Ersuchens nach Zuflucht, also die Grundlagen der Isti'adha. Und das sind das Ersuchen um Zuflucht, zweitens derjenige, der um Zuflucht ersucht wird, und drittens das, wovor man Zuflucht ersucht. Also Al-Isti'adha selbst,
wen wir um Zuflucht oder bei wem wir um Zuflucht suchen und um Rettung suchen und vor was. Zum Ersuchen nach Zuflucht, zur Isti'ada, sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-Isti'ada, also das Ersuchen um Zuflucht, ist die Flucht von etwas Beängstigendem zu dem, der sich vor diesem schützt. Zu dem, der dich vor diesem schützt. Also die Flucht vor etwas Beängstigendem zu demjenigen, der dich vor diesem schützt. Das ist die Isti'ada. Also man sucht die Zuflucht, man flüchtet zu jemandem, der einen retten kann, der einen schützen kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat in beiden Suren seinem Gesandten auferlegt, die Zuflucht bei Allah zu ersuchen. Hierbei trat den Gefährten die Frage auf, warum der Gesandte den Befehl sag, nachspricht. Weil in der Sura heißt es ja, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Warum sagt er also قُلْ, warum sagt er nicht أَعُوذُ sofort? Denn قُلْ kam ja von Allah azza wa jal, ist ein Befehl, dass er es sagen soll. Warum hat er es nicht sofort gesagt? Und hierzu sagte Ubay ibn Ka'b radiallahu an, إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال لي قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ubay ibn Ka'b sagte, ich fragte den Gesandten Allahs, also nach dem Befehl sag. Da sagte er, es wurde mir gesagt, sag, also sagte ich. Und wir sagen es, wie es der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagt. Al-Imam ibn al-Qayyim sagt hierzu, hierunter befindet sich ein Geheimnis, dass die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich des Korans nur die Übermittlung ist, so dass er nicht von ihm aus entstand, vielmehr ist er der Übermittler über Allah. Wenn Allah sagt, sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs, dann erfordert die vollständige Übermittlung, dass er sagt, sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs, so wie es Allah sagt. Und darauf wies der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin mit seiner Aussage, es wurde mir gesagt, also sagte ich. Und deswegen, es gibt einige, die manchmal sagen, der Autor des Korans wäre der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist natürlich falsch, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nur der Übermittler, und Al-Quran sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Und hier kommen wir also zu dem, der um Zuflucht ersucht wird. Wen bitten wir um Zuflucht und wen bitten wir um Hilfe und um Beistand? Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, und dies ist einzig Allah, der Herr des Tagesanbruchs und der Herr der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, neben dem kein anderer um Zuflucht ersucht werden darf. Also er hat hier noch einmal diese Aspekte erwähnt in diesen zwei Schutzsuren, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und in Surah An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Also in Surah Al-Falaq wird Allah Azza wa Jal um Zuflucht gebeten, indem man ihn anruft, und zwar als Herr des Tagesanbruchs, und in Surat An-Nas, indem man ihn anruft als Herr der Menschen, König der Menschen und Gott der Menschen. Keiner seiner Schöpfung darf um Zuflucht ersucht werden, denn er beschützt diejenigen, die ihn um Zuflucht ersuchen, und er gewährt ihnen Schutz vor dem, wovor sie Zuflucht ersuchen. Und er, der Erhabene, berichtete in seinem Buch über denjenigen, der bei seiner Schöpfung um Zuflucht sucht, dass ihm dadurch die Drangsal vermehrt wurde. Allah Azza wa Jal sagt, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Djinn, doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. In den Erläuterungen wird erwähnt, dass einer der Araber in der Zeit der Jahili, also vorislamischer Zeit,
wenn er verreist und an einem einsamen Ort gelangt, sagte: Ich nehme Zuflucht beim Herrn dieses Tales vor den Törichten dieses Stammes. So nächtigt er in Sicherheit, bis er aufwacht. Das heißt, die Menschen mehren durch das Ersuchen um Zuflucht bei den Führern der Dschinn ihre Auflehnung. Warum? Weil die Dschinn werden dadurch nur bestätigt in ihrem Irrglauben, da die Menschen eben die Zuflucht ersuchen bei den Dschinn. Das heißt, die Menschen mehren durch das Ersuchen um Zuflucht bei den Führern der Dschinn ihre Auflehnung, ihre Sünden und ihren Unheil. Sie sagen, also die Dschinn sagen deswegen, wir herrschen über die Menschen und über die Dschinn. Und Ar-Rahaq ist der Drangsal. In der Sprache der Araber bedeutet die Sünde und die Begierde nach dem Verbotenen. Durch die Bitte um Zuflucht haben sie ihre Begierde nach dem Verbotenen an Hochmut und Arroganz vermehrt. Also durch die Bitte der Menschen um Zuflucht bei wem? Bei den Dschinn haben sie dadurch die Arroganz und den Hochmut vermehrt, sodass sie dachten, dass sie über die Menschen und die Dschinn herrschen. Ahlus Sunna widerlegten die Ansicht der Mu'tazila, und die Mu'tazila, haben wir gesagt, ist eine Sekte, und zwar die Amr ibn Ubaid und Wasil ibn Ata gründeten, und sie wurden so genannt, da sie sich von den Sitzungen des Imam al-Hasan al-Basri entfernten, von I'tazala, also sich fernhalten, und ihre eigenen Lehren vertraten. Und diese sagten, natürlich, dass Allah Azza wa Jal nicht spricht. Sie lehnten diese Eigenschaft Allah Subhanahu wa Ta'ala ab. Und Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimullah sagt hier weiterhin: Ahlus Sunna widerlegten die Ansicht der Mu'tazila, also dass Allah nicht sprechen würde, und belegten, dass die Worte Allahs nicht erschaffen wurden. Denn die Mu'tazila haben dann als Folge dessen, weil sie die Ansicht vertraten, dass Allah Azza wa Jalla nicht spricht, haben sie dann gesagt, der Koran ist ein Geschöpf. Und Allah Azza wa Jalla hat diesen Koran nicht gesprochen. Und das widerlegt natürlich Koran und Sunna und Ijma' der Sahaba und As-Salaf al-Salih. Und Ahlus Sunnati wal Jama'a sagen, der Koran ist tatsächlich Allahs Worte. Und deswegen wurde ja Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah unter mehreren Kalifen gefoltert, denn in einer gewissen Zeit der islamischen Geschichte haben die Mu'tazila so viel Einfluss bekommen, dass einige Kalifen diese Theologie übernahmen. Ja? Und unter dieser Herrschaft war dann Ahmad ibn Hanbal. Und er war ein Verfechter der Aqida der Ahlus Sunnati wal Jama'a, und deswegen wird er genannt als Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a, weil er so gefoltert wurde und so sehr gelitten hat, um die Aqida der Ahlus Sunnati wal Jama'a, also des Propheten alayhi salatu wassalam und der Gesandten und der Gefährten und die ihnen folgen, zu verbreiten. Er ging dann damit ins Gefängnis und er wurde ausgepeitscht und gefoltert unter mehreren Kalifen. Da starb der eine Kalif, dann kam der andere, dann starb der wiederum, dann kam der dritte und erst dann wurde er freigelassen, rahimahullahu ta'ala. Und da, um was ging es? Es ging um dieses Thema. Spricht Allah oder spricht er nicht? Und er hat, rahimahullahu ta'ala, natürlich gesagt, Allah spricht und dieser Koran ist kein Geschöpf, sondern es sind die Aussagen Allahs, weil Allah ist ja nicht erschaffen. Allah ist ja kein Geschöpf, das erschaffen wurde, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer selbst, jalla wa ala, und seine Worte sind seine Eigenschaften und deswegen sind sie auch nicht erschaffen. Die Mu'tazila dagegen sagen, nein, wenn wir bestätigen, dass der Koran die Worte Allahs sind, dann haben wir eine Eigenschaft bestätigt, die es auch bei den Menschen gibt, denn der Mensch redet ja auch. Und wenn wir sagen, der Mensch redet, dann dürfen wir nicht sagen, Allah redet, ansonsten haben wir den Menschen mit Allah verglichen und so weiter. Wie es die anderen danach, die anderen Sekten, die dann durch die Mu'tazila natürlich beeinflusst wurden, auch sagen. Und hier kommt jetzt Ibn al-Qayyim rahimahullah und belegt anhand dieser Isti'adha,
anhand dieser Isti'ada, also dem Ersuchen nach Zuflucht bei Allah Azza wa Jal, dass die Worte Allahs keine Geschöpfe sind, sondern dass Allah Azza wa Jal spricht. Warum? Er sagt, Ahlus Sunnah widerlegten die Ansicht der Mu'tazila und belegten, dass die Worte Allahs nicht erschaffen wurden, damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Zuflucht ersuchte, indem er sagte, A'udhu bi kalimatillahi tamma. Ich nehme Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs und ersucht die Zuflucht niemals bei Geschöpfen. Das heißt, wenn die Wörter Allahs ein Geschöpf wären, dann könnte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Zuflucht nicht bei Geschöpfen suchen, weil die Geschöpfen helfen nicht. Die Tatsache, dass er nun aber sagt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs, belegt, dass das eine Eigenschaft Allahs ist, dass er spricht und dass diese Wörter die Wörter Allahs sind. Also sucht er hier Zuflucht bei wem? Bei Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Dazu gehört auch seine Aussage, alayhi salatu wassalam, Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ich nehme Zuflucht bei deiner Zufriedenheit vor deinem Zorn und bei deiner Nachsicht vor deiner Strafe. Dies belegt, dass seine Zufriedenheit und Nachsicht zu seinen Eigenschaften gehören und dass er nicht erschaffen ist, so auch, also auch diese Eigenschaften, denn die Mu'tazila lehnen ja sämtliche Eigenschaften Allahs ab. Die anderen Sekten danach haben dann es nicht so dramatisch angesehen, aber sie haben immer noch einige Eigenschaften Allahs geleugnet. Einzig Ahlus Sunnati wal Jama'a. Und wer ist Ahlus Sunnati wal Jama'a? Denn heute kann ja jeder behaupten, er sei von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnati wal Jama'a sind der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten und die ihnen folgen. Und das ist der Maßstab. Wenn jemand etwas sagt, was die Gefährten nicht gesagt haben, dann kann er Tag und Nacht behaupten, er wäre von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Er ist es nicht. Und deswegen muss jeder Muslim so viel sich anstrengen, um nachzufragen. Jeder, der behauptet, ich gehöre zu Ahlus Sunnati wal Jama'a und ich sage dies und jenes, dann frage ihn, welcher Gefährte hat das gesagt. Dann kommt er dir mit Koran und Sunnah, sagt, alles klar, Koran und Sunnah ist natürlich unsere Hauptquelle, aber ich möchte gern wissen, welcher Gefährte hat das gesagt. Und dann fangen sie an zu philosophieren. Aber guck doch mal Ort und Zeit und vorne und hinten, oben und unten. Und dann fragst du ihn noch einmal das dritte Mal. Wer bitteschön von den Gefährten hat das gesagt? Wenn er dann immer noch nicht antwortet, dann also ist das dir überlassen, inwieweit du dich noch mit diesem Menschen unterhalten möchtest. Er wird dir keinen Sahabi nennen. Aber bei Ahlus Sunnati wal Jama'a, wenn du sagst, wer von den Gefährten sagt, dass Allah über dem Himmel ist, ja, dann geht's los, dann bitteschön. Dann halt mal deine Hand, um zu nennen, welche Sahaba es sind. Es sind Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn al-Khattab und es ist Aisha radiallahu anhu und Mu'adh ibn Jabal und so weiter und so fort. Ja, und wenn du die Tabi'in möchtest, dann bitteschön, dann reichen deine 10 Finger gar nicht aus, um zu zählen, wie viele Tabi'in das gesagt haben. Das ist Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'a. Aber zu behaupten oder irgendwelche Wände zu verzieren, Ahlus Sunnah, das kann ja jeder. Es geht nicht darum, was man behauptet, sondern es geht darum, was man belegen kann, und zwar auf authentische Art und Weise. Al-Imam Ibn al-Qayyim sagt weiterhin, so auch seine Aussage, A'udhu bi'izzati Allahi wa qudrati. Ich nehme Zuflucht bei dem Stolz Allahs und seiner Macht. Womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Zuflucht ersuchte, ist nicht erschaffen. Denn er sucht die Zuflucht ausschließlich bei Allah, beziehungsweise bei einer Eigenschaft Allahs. Das Ersuchen um Zuflucht in beiden Suren, also قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, geschieht mit den Namen der Herr, der König und der Gott. Rabb bei Suratul Falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und in Surat An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ und dann Malik, der König, Malik in-Nas und إِلَهِ النَّاسِ, also der Gott der Menschen. Dabei wurde die Herrschaft Allahs in Bezug auf den Tagesanbruch und die Menschen erwähnt und sicherlich muss das,
womit er sich in diesen beiden Suren beschrieben hat, zum Ersuchen nach Zuflucht entsprechen. Also was heißt das? Er sagte, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي الْفَلَقِ und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي النَّاسِ. Also der Herr, dieser Begriff wurde zum Ersuchen nach Zuflucht benutzt, einmal als Herr des Tagesanbruchs und einmal als Herr der Menschen. Er sagt hier weiterhin, dabei wurde die Herrschaft, also Rabb, die Herrschaft Allahs in Bezug auf den Tagesanbruch, Rabbul Falaq, und die Menschen erwähnt, Rabbul Nas, erwähnt, und sicherlich muss das, womit er sich in diesen beiden Suren beschrieben hat, zum Ersuchen nach Zuflucht entsprechen und zur Abwehr des Unheils, wovor die Zuflucht ersucht wird, in bester und deutlichster Art passen. Wir haben bereits an verschiedenen Stellen, das sagt Ibn Qayyim, festgelegt, dass Allah mit seinen schönsten Namen angebetet wird oder gebeten wird, gebittet wird. So bittet man je nach Anliegen mit einem Namen, der angemessen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diese beiden Suren, ما تعوذ متعوذ بمثلها. Mit nichts Besserem ersuchte je einer die Zuflucht wie mit diesen beiden. Also mit diesen beiden Suren. Somit muss der Name, bei dem die Zuflucht ersucht wird, der Bitte entsprechen, eben das Unheil abzuwenden bzw. aufzuheben. Der dritte Punkt ist nun das, wovor man Zuflucht ersucht. Das Übel, das den Menschen trifft, teilt sich in zwei Arten auf. Und die Erläuterung hier von Mu'awwidhatayn, also قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, ist komplett von Ibn Qayyim al-Jawziyya, damit ich das jetzt nicht jedes Mal wiederholen muss. Das Übel, das den Menschen trifft, teilt sich in zwei Arten auf. Entweder sind es Sünden, die von ihm begangen werden, für die er bestraft wird. Diese wurden durch sein Vergehen und seine Absicht begangen. Somit ist dieses Übel das Übel der Sünde und alles, was zu ihr führt. Dies ist das Schlimmste bei der Übel, das andauerndste und am Menschen anhaltendeste. Oder es handelt sich um ein Übel, das von einem anderen ausgeht. Also das Übel, Aschar, ist entweder von dir selbst, deine Sünden, deine Vergehen, oder von einem anderen. Oder es handelt sich um ein Übel, das von einem anderen ausgeht. Dieser andere gehört entweder zu den Beauftragten oder zu den Nichtbeauftragten. Das haben wir schon mal erwähnt. Was ist der Unterschied zwischen beauftragt und nicht beauftragt? Mukallaf ist beauftragt, das ist der Mensch und die Djinn. Das heißt, das sind diejenigen, die Geschöpfe, die Allah am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft ziehen wird. Diese sind die Menschen und die Djinn, die nicht beauftragten, غير مكلف, also nicht beauftragten sind alle anderen Geschöpfe wie Tiere und Pflanzen. Also, er sagt nochmal, das ist so eine Art Schema. Er sagt, es gibt zwei Arten von Unheil, entweder von dir oder von einem anderen. So, jetzt kommen wir in die nächste Ebene. Dieser andere ist entweder ein مكلف oder ein Nicht-مكلف. Ein Mukallaf ist also entweder ein Mensch oder ein Djinn. Ein Nicht-Mukallaf wäre ein Tier oder irgendetwas anderes. Also, der Beauftragte ist entweder seinesgleichen, also der Mensch, oder nicht seinesgleichen, also der Djinn. Der Nicht-Beauftragte ist zum Beispiel das gefährliche Tier oder Ungeziefer. Diese zwei Suren enthalten den Ersuch um Zuflucht von all diesen Übeln in kürzester und umfassendster Form, sowie in deutlichster Absicht und in allgemeinster Art, sodass kein Übel bleibt, das nicht unter den Übeln vorhanden ist, wovor man in beiden Suren die Zuflucht ersucht. Die Sura Al-Falaq beinhaltet das Ersuchen um Zuflucht vor vier Angelegenheiten. Erstens, vor dem Übel der Geschöpfe, die im Allgemeinen ein Übel besitzen. Zweitens vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt. Drittens vor dem Übel der Knotenbläserinnen. Und viertens vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet.
so beinhaltet die Sura Al-Falaq das Ersuchen der Zuflucht vor der Ungerechtigkeit des anderen sich gegenüber durch Zauberei und Neid. Dies ist ein Übel von außen. Das heißt, wenn ein Zauberer anfängt zu zaubern oder ein Neidender dich beneidet und deswegen dir schadet, das ist ein Schaden, ein Übel, das von außen kommt. Und das kann natürlich von den Dschinn und von den Menschen kommen. Die Sura An-Nas hingegen beinhaltet den Ersuch der Zuflucht vor dem Übel, welcher der Grund der Ungerechtigkeit des Menschen gegen sich selbst ist. Dies ist das Übel von innen. Das erste Übel gehört nicht zur Beauftragung. Daher wird man zur Unterlassung des Übels nicht aufgefordert, da man nicht schuld an diesem Übel ist. Das zweite Übel hingegen in Surat An-Nas gehört zur Beauftragung und darauf bezieht sich ein Verbot. Heißt was? In Surat Al-Falaq geht es um was? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Es geht um die anderen. Min sharri ma khalaq. Kann ich was dafür? Wenn ein Zauberer anfängt zu zaubern, wenn ein Löwe anfängt mich anzugreifen, dafür kann ich nichts. Also in Surat Al-Falaq geht es um die anderen, die Knotenbläserinnen, das heißt die Zauberer und die Neidenden, das sind diejenigen, die mich beneiden. Kann ich was für? Da kann ich nichts für. Aber bei Qul a'udhu bi rabbin nas geht es um mich. Denn ich werde durch die Einflüsterung des Teufels zur Sünde gebracht. Ist das jetzt klar? Also dann wiederholen wir mal das. Und bei Ibn Qayyim muss man die Texte schon mehr als nur einmal lesen. Er sagte, das erste Übel gehört nicht zur Beauftragung. Daher wird man zur Unterlassung des Übels nicht aufgefordert. Was willst du denn unterlassen, wenn jemand dich beneidet? Kannst du hier irgendwas unterlassen? Nein, der andere muss es unterlassen, der dich beneidet. Oder der Zauberer. Oder dieses Tier eben, das Unheil stiften möchte. Das zweite Übel hingegen in Surat An-Nas gehört zur Beauftragung, also es gehört zu deinen Pflichten und darauf bezieht sich ein Verbot. Also was? Dass du eben nicht dich einschüchtern lassen darfst durch den Teufel, dass du ihn bekämpfen musst, den Teufel. Das heißt, du bist aufgefordert, hier etwas zu tun. Dies ist das Übel der Mängel, wobei das erste das Übel der Schicksalsschläge ist. Ist das klar? Das erste ist das Übel der Schicksalsschläge. Was für ein Schicksalsschlag? Eben, dass ein Zauberer umsetzt gegen dich. Oder, dass jemand dich beneidet. Das ist ein Schicksalsschlag. Da kannst du nichts für. Das hat Allah Azzawajal so erlaubt und so vorgeschrieben. Aber das andere, das war bei Surat An-Nas, das sind deine Mängel. Dass du nicht standhaft warst. Dass du zugelassen hast, dass der Teufel eingeflüstert hat. Er sagt also, die Surat Al-Falaq, dies ist das Übel der Mängel, wobei das erste das Übel der Schicksalsschläge ist. Denn die Übel beziehen sich ausschließlich auf die Mängel und die Schicksalsschläge. Warum? Weil entweder bist du schuld, das sind Mängel bei dir, oder du bist nicht schuld an diesem Übel, das ist dann ein Schicksalsschlag, wenn es von außen kommt. Und noch einmal, wenn es von außen kommt, gibt es verschiedene. Entweder ist ein Mensch, der dir schaden möchte, ein Dschinn, der dir schaden möchte, oder ein Tier, das dir schaden möchte, ist das hoffentlich klar. Die Sura Al-Falaq beinhaltet das Ersuchen der Zuflucht vor den Schicksalsschlägen und die Sura An-Nas beinhaltet das Ersuchen der Zuflucht vor den Mängeln, dessen Ursache die Einflüsterung ist. Kommen wir nun, das war so eine Einleitung, kommen wir nun zu den Ayat. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sagt, hier erkennt man das Geheimnis hinter dem Ersuchen der Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs. Denn der Tagesanbruch ist der Morgen, welcher der Beginn der Helligkeit ist. Diese vertreibt, also diese Helligkeit, vertreibt die Armee der Dunkelheit und das Lager der Unheilstifter der Nacht. So begibt sich jeder Schurke, jeder Unheilstifter,
jeder Räuber und Verbrecher in eine Höhle, eine Deckung oder eine Grotte. Ebenso begeben sich die Ungeziefer in ihren Bau und die Teufel, die sich in der Nacht verbreiteten, begeben sich in ihre Orte und Plätze zurück. Daher hat Allah seinen Dienern auferlegt, beim Herrn des Lichtes um Zuflucht zu bitten, der die Dunkelheit besiegt und beseitigt, genauso wie er deren Lager und Armee besiegt. Also warum sage ich, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ? Denn genauso wie Allah Azza wa Jal der Herr des Tagesanbruchs ist und die Helligkeit kommen lässt und durch die Helligkeit die Dunkelheit weggeht mitsamt ihrem Unheil, so möchte ich auch Zuflucht ersuchen bei Allah Azza wa Jal, dass er eben mich rettet vor allen möglichen Arten des Unheils. Deswegen erwähnte er, gepriesen sei er, in jedem Buch, dass er seine Diener aus den Dunkelheiten ins Licht bringt und dass er die Gläubigen in den Dunkelheiten ihres Unglaubens lässt. Allah Azza wa Jal sagt, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nahri hum fiha khalidun. Allah ist der Schützer derjenigen, die glauben, und er bringt sie hinaus von den Finsternissen in das Licht. Und hier ist ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jalla im Koran immer, wenn er über Dunkelheit und Finsternis redet, immer im Plural redet. Zulumat, nicht Zulma. Zulumat. Und wenn es um das Licht geht, immer im Singular. Das Licht. Warum? Weil es viele Wege zur Dunkelheit gibt. Es gibt viele Arten der Dunkelheit, viele Arten der Irre. Aber es gibt nur einen Weg zum Licht. Es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist, dass eben Allah Azza wa Jal der Herr ist, der angebetet werden muss. Und diejenigen, die ungläubig sind, deren Gefolgsleute sind die Götzen, also At-Tahut. Sie nehmen sie vom Lichte hinaus in die Dunkelheiten. Sie nehmen sie vom Licht, also von der Wahrheit hinaus, hin zu den Dunkelheiten. Diese sind die Bewohner des Feuers und sie werden dort verweilen. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah sagt hier weiterhin, so ist der gesamte Glaube Licht und er endet im Licht. Seine Stätte ist das leuchtende und erleuchtete Herz. Die Stätte des Glaubens, wo dieser Glaube verweilt, wo er verankert ist, ist das erleuchtete Herz. Und mit den Leuten dieses Glaubens verbinden sich die erleuchteten, leuchtenden und strahlenden Seelen. Der gesamte Unglaube hingegen, sowie der Götzendienst, ist Dunkelheit. Ebenso sein Ende geht zur Dunkelheit. Seine Stätte sind die dunklen Herzen und mit den Leuten des Unglaubens verbinden sich die dunklen Seelen. Das heißt, ein Muslim muss immer nach diesem Licht suchen, immer alles daran setzen, auf diesem Weg des Lichtes zu bleiben. Und er muss wissen, dass es viele Dunkelheiten gibt. Es gibt viel Unheil, viele Irrlehren, aber es gibt nur eine einzige richtige Lehre und das ist die authentische Lehre im Koran und in der Sunna nach dem Verständnis der Gefährten. Al-Imam Ibn Qayyim sagt nun denke über die Bitte um Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem Übel der Dunkelheit nach, sowie vor dem Übel, das in ihr passiert, also in der Dunkelheit. Und beziehe dies auf die Realität, so bezeugt dies, dass der Koran, vielmehr diese beiden Suren, zu den gewaltigsten Zeichen des Prophetentums und den gewaltigsten Belegen der Wahrhaftigkeit der Entsendung Muhammads sallallahu alaihi wasallam gehören und einen Einwand darstellen gegen dem, womit die Teufel in jeglicher Hinsicht kamen. Denn hier wird klar gemacht, wie schlimm die Dunkelheit ist. Und wie wichtig es ist, zum Licht hinzukommen. Und deswegen ist der Muslim auch aufgefordert, Zuflucht zu suchen vor diesen Finsternissen und diesen Dunkelheit.
womit er entsandt wurde, sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Nicht die Satane sind mit ihm herabgekommen, also mit dieser Offenbarung, es ziemt ihnen nicht und sie können es auch nicht. Also das ist قُلْ أَعُوذُ, die Bedeutung von قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat. Das Übel, wovor man Zuflucht sucht, teilt sich in zwei Teilen auf. Einerseits ein Übel, das vorhanden ist und dessen Beseitigung verlangt wird. Andererseits ein nicht vorhandenes Übel, dessen Ferne beibehalten werden soll. Klar? Noch einmal. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, das Übel teilt sich in zwei Teile auf. Entweder es gibt ein schon vorhandenes Übel, ich bin krank, ich bin arm, ich werde verfolgt. Ein vorhandenes Übel, ich möchte, dass es beseitigt wird. Ich möchte gesund werden, ich möchte reich werden, ich möchte nicht mehr verfolgt werden. Oder ein noch nicht vorhandenes Übel. Ich bin nicht arm, aber es könnte sein, dass ich arm werde. Ich bin nicht krank, aber es könnte sein, dass ich krank werde. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Was suchen wir bei Allah Azza wa Jal? Wir suchen um Zuflucht bei Allah vor den schon vorhandenen Übeln, dass sie beseitigt werden, und von den nicht vorhandenen Übeln, dass sie gar nicht erst zu uns kommen. Diese zwei Verlangen hat der Mensch. Also noch einmal, das Übel, wovor man Zuflucht sucht, teilt sich in zwei Teilen auf. Einerseits ein Übel, das vorhanden ist und dessen Beseitigung verlangt wird. Andererseits ein nicht vorhandenes Übel, dessen Ferne beibehalten werden soll, dass es fern ist. Ebenso gibt es zwei Arten des Guten. Einerseits etwas Vorhandenes, dessen Beibehaltung, Beständigkeit und dass es nicht entzogen wird, erwünscht ist. Andererseits etwas Nicht-Vorhandenes, dessen Gegenwart und Eintritt erwünscht ist. Dies sind vier der wichtigsten Anliegen der Bittenden von Allah und darum drehen sich ihre Wünsche. Und das Schöne und das Herrliche jetzt ist, dass diese logische Einteilung im Koran so erwähnt wird. Er sagt hier, diese vier Anliegen wurden in der Aussage Allahs über das Bittgebet seiner Diener am Ende der Sura Ali Imran erwähnt, als sie sagten, bevor wir zur Ayah kommen, oder zu den Ayat, kommen, also noch einmal, wir haben vier Anliegen. Zwei Anliegen beziehen sich auf das Schlechte, und zwei Anliegen beziehen sich auf das Gute. Beim Schlechten erstmal, wir wollen das, was wir an Schlechtes haben, weghaben. Und wir wollen das, was noch nicht gekommen ist an Schlechtem, gar nicht erst bekommen. Und das Zweite ist genauso beim Guten. Es gibt Sachen, die gut sind, die wir schon haben. Du bist Mu'min, du bist gesund, Alhamdulillah. Das wollen wir beibehalten. Und es gibt Sachen, die wir noch nicht haben an Gutem. Das wollen wir gerne herbeiführen. Zum Beispiel mehr Wissen, mehr besseren Charakter und so weiter und so fort. Und diese vier sind eben Dreh- und Angelpunkt des Dua und der Bittgebete eines Gläubigen. Allah Azza wa Jal sagt, رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Glaubt an euren Herrn, da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast, und stürze uns nicht in die Schande am Tag der Auferstehung. Die Aufgabe lautet jetzt, wo sind die vier Aspekte, die Ibn Qayyim hier erwähnt hat? Er sagt, der erste Teil ist, unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir. Ist das jetzt vorhanden oder noch nicht vorhanden? Da glaubten wir. Also wir glauben jetzt. Sehr schön.
Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten. Diese Sünden, sind die da oder sind die nicht da? Die sind da. Er sagt, dies ist das Anliegen, das vorhandene Unheil zu beseitigen. Denn die Sünden und die bösen Taten sind Unheil, wie bereits erwähnt. Also das ist das Erste. Unheil beseitigen. Vorhandener Unheil. Und dann heißt es weiter, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ und berufe uns ab unter den Gütigen. Was ist das? Ist das vorhanden? Ist es gut oder schlecht? Es ist gut. Ist es vorhanden oder nicht vorhanden? Noch nicht vorhanden. Also das ist die Bitte, um das Gute, das nicht vorhanden ist, herbeizuführen. Dies ist das Anliegen, dass das vorhandene Gute beibehalten wird, und zwar der Glaube, mit dem er sie abberufen soll. Dies sind zwei Anliegen. Dann sagt er, رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Und dies ist das Anliegen, das nicht vorhandene Gute von ihm zu bekommen. Also was? Eben das, was Allah Azza wa Jalla versprochen hat im Paradies. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ und stürze uns nicht in die Schande am Tag der Auferstehung. Und dies ist das Anliegen, dass sie das abwesende Unheil nicht heimsucht, nämlich die Schande am Tag der Auferstehung. Die Aussage, min sharri ma khalaq, vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, enthält die Bitte um Zuflucht vor jedem Unheil eines Geschöpfs, gleich ob es ein Tier oder etwas anderes ist, oder ob es ein Mensch, ein Dschinn, ein Ungeziefer, ein Getier oder auch Wind oder ein Donnerschlag ist oder irgendeine Art der Prüfung. Die Bedeutung lautet, vor dem Unheil jedes Geschöpfs das Unheil stiftet. Was meint er jetzt? Man sagt, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Vor was? Vor dem Unheil jedes Geschöpfs. Ist alles ein Unheil? Nein. Sondern es gibt Sachen, die kein Unheil sind. Und deswegen sagt er, die Bedeutung lautet, vor dem Unheil jedes Geschöpfs, das Unheil stiftet. Es ist somit aus dieser Hinsicht umfassend, und nicht etwa vor dem Unheil allem, was Allah erschaffen hat. Denn das Paradies und was sich in ihr befindet, enthält kein Unheil. So auch die Engel und die Propheten. Denn diese sind ausschließlich Gutes. Und alles Gute wurde durch sie erreicht. Das Ersuchen der Zuflucht vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, umfasst jedes Übel eines Geschöpfs, das Unheil besitzt, und jedes Übel im Diesseits als auch im Jenseits, sowie das Übel der Teufel, der Menschen und der Dschinn, das Übel der wilden Tiere, der Ungeziefer und ebenso das Übel des Feuers, der Luft und anderes. Das wurde authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadurrahu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalika. Wer an einem Ort gelangt und dabei sagt, ich nehme Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, dem schadet nichts, bis er diesen Ort verlässt. Und zum Rest dieser Sura kommen wir dann bi idnillah das nächste Mal. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.